Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen actiongeladenen Folge Asphalt Legends Unite. Ah, es geht wieder weiter. Ich habe keinen Urlaub mehr. Das heißt, für euch kommen Videos extrem selten. Nur noch 2 Videos pro Tag, obwohl, ob das selten ist, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Neun Tage. Wow. 9 Tage, 45 Karten. Was bekomme ich? Ein Schlag in die Fresse. Nun von 10 für den Lotus. Ja, der Lotus ist nicht dabei. Alter. Guck mal, jetzt ist der Lotus plötzlich hier. Was ist der? Natürlich, jetzt das da. 99 dieser Aas. Soll ich die herbekommen, aus dem Arsch ziehen? Nicht mal ich krieg das so schnell hin. Ach ja, gejagt. War ja was. Ja, das war ja wieder so klar, weil dieser Scheiß... Digga, diese Polizei, die kotzt mich mehr an in diesem Spiel, als keine Ahnung. Ich frag mich generell, wer hat diesen Scheiß... Also das Spiel ist geil. Aber wer übertreibt, dass gleich, dass man die Polizei auf die höchste Schwierigkeitsstufe stellt? Warum muss man sowas machen? Ich meine, ich brauch sowas. Aber egal, die Polizei will Paparazzi sein. Arsch. Geh mal weg.
Boah, Alter, diese Stop-Motion, die kotzt mich so sehr an. Das wird ja echt immer ekelhafter langsam mit diesen Kackpolizisten in diesem Spiel, Alter. Und nochmal flüchten, oder? Nee, diesmal Rom und dann werde ich wieder gejagt. Wer hätte das gedacht? Was soll der Kack denn? Das einzige Auto, was ich benutzen kann, ist das hier. Und das hier ist nicht gerade mein Lieblingsauto. Vor allem, weil ich das überhaupt nicht upgraden darf. Wie soll ich damit gewinnen? Mein Güte! Das tut ja weh! Wieso schlägt ihr mir Autos vor, die ich nicht brauchen kann? Ich will doch nicht in Rom. Nein, ich hasse es. Alles ist möglich. Oh, das war ja wieder klar. Geh mal weg, Penner. Ah, und deswegen jagen die mich. Warum muss es eigentlich immer so ein idiotisches Ende sein? Warum? Ich weiß, das Spiel ist geil. Ich stimme euch zu, das Spiel ist wirklich geil. Was mir aber tierisch auf den Sack geht, ist, dass mir einfach das Spiel ein Auto vorschlägt, das ich überhaupt nicht fahren möchte. Muss ich trotzdem fahren, weil das Spiel es mir sagt. Okay. Ja, okay, das sieht geil aus. Wenn du mir sagst, dass rot leicht rötlich nicht geil aussieht. Oh Gott. Mit dem Auto ein scheiß Jagdtour zu machen in Rom, wo die meisten Kurven sind, weil Rom, die Strecken sind einfach scheiße. Alter, aber dafür muss ich es positiv sehen. Danach kommt Kapitel 2 wahrscheinlich, ne? Mann. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das überhaupt eine Straße ist. Digga, was ist das für ein Kack? Ist das überhaupt möglich? Wieso macht man diese Polizei immer so scheiße stark? Ich verstehe das langsam nicht mehr. Wenn man ein Rennspiel entwickelt,
da macht man diese Polizei auch auf normal, nicht auf Hardcore. Ich will nicht wissen, wie schwer das Spiel noch wird. Warum klutschen die Wand? Du bist so dumm! Wie will man so eine Scheiße jedes Mal machen? Die jagt er in Rom plötzlich. Och Mann, jetzt mal auch jetzt hör auf! Ich will sowas nicht! Warte ich halt. Oder auch nicht. Ist so ein Kloster, ist so da. Digga, ich hab es bewegt, du Dummkopf. Rein da, Alter. Mann. Das ist ja nervig. Das wird so schön. Ab durch die Mitte! Oh Mann, ich hasse diese Missionen. Habe ich das schon mal erwähnt? Nein, gut, dann erwähne ich das jetzt. Fick dich! Leck mich doch am Arsch! Och, schon wieder gejagt. Steht auch. Ich habe echt mal langsam eine Frage, warum wir das Spiel eigentlich ständig, dass ich dieselben Kackautos nehme, die sie mir vorschlagen. Könnt ihr mir ja gut vorstellen, hier oben. Machen wir erstmal hier.
oder? Keine Ahnung, ich habe hier aber auch schon ein Rennen gemacht. Ja. Ich habe das hier bald durch. Muss nur Klasse D Pro gewinnen. Ich verstehe das aber nicht, warum man einen Importteil kriegt für diese komischen Tees. Könnt ihr mir das mal sagen? Ja. Ja, wird doch witzig beim nächsten Mal. So, wir gucken uns mal diesen Lotus an, den ich ja bald habe. Das ist der Lotus 500. Alter, ich dachte, der wäre schnell. Alter, was ist das denn für ein Kinderauto? 1004 ist das Maximale bei ihm. Hat 4, kriegt 4 Sterne, genau. Bisschen enttäuschend. Aber guck mal, der startet direkt mit 1006. Hey, das ist geil. Trotzdem möchte ich irgendwie komischerweise trotzdem den Lotus Elise Sprint haben. Gibt's Autos, die starten extrem hoch irgendwie, ne? Das Auto war ja mal hoch. Niedrig. Ihr wisst, wie niedrig das Auto mal war. Jetzt schon fast fertig. Guckt euch das mal an. Maximum. Noch das einmal hochpumpen. Fünfmal. Und ich bin fertig. Dann ist das Auto auf der höchsten Stufe einfach. Das nochmal hochpunchen. Das hier hochpunchen. Hochpunchen. Und hochpunchen. Ja, dann ist das Auto hier bald fertig. Das ist das allererste Auto, was wir besaßen. Alter. Oder hier der BMW Z4 L City. Den bin ich am Anfang immer gefahren. Ihr habt ja die ersten Folgen wahrscheinlich auch schon gesehen. Bin ich das Auto hier am meisten gefahren. Und jetzt, ja, sieht man, ich werde es nicht mehr benutzen. Der Honda, war doch ein Honda, ne? Nee, ein Chevrolet, kein Honda. Ein Honda, Alter. Der Chevrolet, auch einer meiner absoluten Lieblingsautos in diesem Spiel. Habe ich eigentlich auch ein paar Rennen gewonnen. Der Nissan hier ist kacke, den hasse ich. Der ist tatsächlich okay, also den feiere ich auf jeden. Witzig, ich habe den hier bald. Mit 706 fängt er an. Und der hier fängt aber mit fucking 106 an. Aber den hier habe ich bald. Alter, den habe ich auch bald. Über den hier freue ich mich irgendwie. 1151 startet direkt rein. Digga, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir das Audi mal versuchen soll zu gönnen, Alter. Guckt euch dieses richtig krasse Wagen, Alter. Den habe ich auch bald. Von denen hier, ne? Digga, ich kann mir echt vorstellen, dass das ein E-Auto ist. Er ist wahrscheinlich ein E-Auto. Oh, den habe ich auch bald, den Mercedes-Benz AMG GTS. Guten GT. Dodge Viper Arc. Ja, ich muss jetzt kurz ein bisschen die Aufnahme verlängern. Also auf 20 Minuten. Weil ich habe jetzt keinen Bock, euch jetzt eine Aufnahme in die Fresse zu hauen, die extrem kurz ist. Also gucken wir uns jetzt nur ein paar K-Autos an, die ich bald habe. Digga, 2,535. Und ja. Alter, den Porsche 911 habe ich bald. DB11 habe ich bald. Den Jaguar habe ich bald. So, den Ford GT, den habe ich noch nicht. Bei dem dauert es auch noch. Bei dem auch, bei dem auch. Bei den fehlen nur noch 30. Ich habe noch ein legendäres Auto, glaube ich. Ja, hier ist einmal der Porsche Carrera.
4 von 45, dauert noch eine Weile. Digga, und das auch, jetzt sind wir schon bei A. Ferrari, da Ferrari. 6 von 35. Schwierig. Jo. Geh noch mal auf die S. Von denen habe ich aber 9 von 40, Alter. What the fuck? So, Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, welches Auto euer Lieblingsauto in Asphalt Legends ist. Meins ist persönlich gesagt hier Dings. Fühlt hier der Lamborghini. Und ja, scheint wohl so, als hätte ich gerade mein Internet verloren schon wieder. Aber egal. Leute, das war's mit dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.